Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar will ich heute meinen Drustilar wieder ein bisschen weiter leveln. Mittlerweile sind wir Stufe 88 und ja, so langsam geht hier MOP ein bisschen zur Neige. Jetzt sind wir zur späteren Stunde noch zu dritt, machen noch ein paar Innis, beziehungsweise ich bin jetzt nur noch die letzten Schätze am Abfliegen, die ich noch offen habe. Die meisten habe ich jetzt schon gemacht. Und ja, es sind 1,5 Level habe ich noch, ne? Und dann ist wahrscheinlich auch schon der Dunkelmond-Jahrmarkt ready. Dann können wir uns da noch einen Buff holen und wir können uns quasi dann auf WoD stürzen. Ob ich das Achievement noch holen werde bei Jaina? Tja, das ist davon abhängig, ob ich mir jetzt noch einen Raid wieder suchen werde und dementsprechend auch Jaina progressen werde. Das kann ich dir jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, das weiß ich nur nicht. Das muss ich gucken. Jetzt mache ich erstmal mein Leveling-Zeug fertig und wie gesagt, Arena wollte ich halt auch noch spielen. Das nutze ich jetzt mal die Zeit, wo quasi Raid frei ist und dann werde ich mal schauen. Ja, mal gucken. Aber ich denke, ich werde schon wieder in den Raid-Content einsteigen. Jetzt musst du aber auch gucken, dass jetzt in nicht so allzu naher, ferner Zukunft hier der Zwei-Mann-Raid rauskommt. Zwei-Mann, der Zwei-Boss-Raid, so rum. Titel der Stimme. Und das droppt schon, also in dem Raid droppen schon verdammt gute Items. Und ich schätze mal, dass dadurch, durch diese Items, nochmal einige Gilden mehr Jaina legen werden. Einfach weil du einen ziemlich guten Damage Increase hast. Also da sind schon sehr, sehr starke Sachen dabei. Das sind nämlich alles so Items, die so Special Effects nochmal drauf haben. Ja, Special Effects ist jetzt das falsche Wort, aber diese Special Abilities nochmal drauf haben. Ne, also das. Also nicht einfach nur Stats. Ich kann das mal kurz zeigen. Okay, ich bin jetzt eh gestunt. Wann war's denn? Jetzt habe ich hier Kataklysm drin. Hier Titel der Stürme, ne? Zum Beispiel gibt es hier. Ach, das jetzt, ist jetzt der ganze Loot, ne? Zum Beispiel gibt es hier Waffen. Ist das die richtige Waffe? Genau, wenn ich Schaden erleide, dann gibt es ein Absorbschild, ne? Das ist halt 50.000, oder das ist jetzt die Normal, weil schon mal die Mythik, die mir ein Absorbschild draufhaut, ne? Und wenn das Absorbschild bricht, dann krieg ich 200 Mainstats drauf. Und das kannst du dreimal stacken, also hast du dann 700 Mainstat am Schluss einfach mehr durch das komische Schild, ja? Also, wenn das halt gebrochen ist und du hast halt das Schild nochmal drauf, oder du kannst halt hier dir so einen Crit-Buff hochstacken. Oder kannst dir mit Items live von anderen Spielern holen und lauter so ein Zeug, also lauter Items, die alle so einen Special-Effekt drauf haben. Schaut, wenn wir hier durchdingsen, die haben ein bisschen weniger Stats an sich, aber halt alle einen Sondereffekt. Und das ist eigentlich schon ganz cool gemacht. Ich denke mal, die werden halt auch dann relativ stark sein, wenn man sie richtig einsetzt, die Teile. So, jetzt zum Boss. Wir müssten jetzt nämlich volle Stacks haben. Hier. Deswegen habe ich die so schnell gepult. Wir machen jetzt halt 250% mehr Damage. Ich erleide aber auch 250% mehr Damage. Also für mich als Tank ist das so eine Geschichte. Aber du kannst den Boss halt übelst wegnatzen, ne? Und musst die Mechanik hier nicht spielen bei dem Boss. Siehst du, dass wie schnell der jetzt gestorben ist? Wenn wir jetzt schnell wären und unsere Stacks weiter hoch... Naja, das werden wir nicht ganz hinkriegen. Meistens laufen sie beim Boss einmal aus. Uns machen halt alle so viel mehr Damage, ne? Siehst du, wie die Mobs dann sterben, wenn du diesen Buff hochstackst. Das kennen viele gar nicht. Fällt mir auf, bei Randoms. Dass du das stacken kannst? Ja. Ja. Das musst du halt sinnvoll machen. Ne, du musst halt schnell die Gruppen pullen, dass die Sachen nicht auslaufen. Weil wenn du 200 irgendwas Prozent mehr Damage machst, ist das halt schon krass. Ne? Du kriegst als Tank zwar mehr auf die Fresse, aber es geht eigentlich. Deswegen pulle ich die schon so die erste Gruppe langsam killen und dann musst du wirklich weiterziehen wie so ein Blöder. Ich bin hier nur CC'd, ne? Blöde Ember-Scheiß. Ist halt schon richtig stark. Naja, also ich denke mal, wenn du Mythic Jaina progressen willst, dann solltest du halt Max Item Level haben, ne? Also am besten 415. So einfach ist es. Aber das habe ich mit meinem Druid. Hat 416. Habe ich halt an Gear, also das ist nicht der Stress. Druid ist gegen bei Jaina gar nicht so schlecht, weil das tatsächlich alles Melee-Damage ist, ne? Wo wir den im HC First Kill gekillt haben, ne? Habe ich übelst auf die Fresse gekriegt. Und irgendwann kam dann so, ja, warum ziehst du eine Active Mitigation nicht? Und ich so, ja, so als Castle-Damage, oder? Weil die Tusse castet so einen Frostblitz die ganze Zeit auf einen. Und ihr Kack-Frostblitz
ist halt kein Melee-Damage, ist halt kein Caster-Damage, sondern Melee-Damage. Ich denke mir, wenn halt so ein, wenn ein Mage auf mich castet, dann habe ich halt, bin ich halt davon ausgegangen, dass das Caster-Damage ist. Und ich habe halt nicht nochmal nachgeguckt. Aber es ist tatsächlich, wir müssen den Typen ansprechen, ne? Es ist Ja, habe ich. tatsächlich Melee-Damage. Ja, und das ist auch sinnvoll, weil sonst könntest du als Tank ja da gar nicht großartig was mitigieren, ne? Aber, Moment, wo haben wir es denn? Also ihr Main-Angriff. Ist der überhaupt drin hier, ihr Main-Angriff? Müsste doch eigentlich. Okay, anscheinend ist der. Ach doch, hier. Eissplitter, ne? Das hier. Körperlicher Schaden, ne? Siehst du das? Das hier. Wie Eissplitter heißt. Das sieht halt aus wie ein Frostblitz vom Ding her. Und ist halt einfach Melee-Damage. Ja? Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass wenn Chainer auf mich castet, dass das Melee-Damage ist, ne? Deswegen habe ich halt nie meine Active Mitigation gezogen, weil ich dachte halt, ja, ne? Ist ja dann eine Nullnummer, ne? Wenn du Caster Damage abkriegst. Ja. Man sollte immer gucken bei sowas. Man sollte nichts für ne? Gewertet nehmen, was man nicht hundertprozentig weiß. Ich weiß nicht, was der eine Typ da macht. Ist denn mit dem Hunter? Der kriegt jetzt mal den Mond des Versagen. Siehst du das? Der legt da hinten diese Voids ab. Ja. Keine Ahnung, was der da macht, aber. der hat vor allem auch mehrere übereinander gesteckt da hinten im Eck. Also, ich glaube, der sabotiert uns. Der spielt mit den Mantis zusammen. Ach, fuck, jetzt bin ich runtergefallen hier. Genau. Ich sa sabotiere auch noch. Wo ist der Mond? Ja, komm hier. Ich gebe ihn mir selber. Hey, der hat auf mich geworfen. Das gibt's doch nicht. Was, der Hunter? Ja, hier vorne. Der ist auch so ein Vollidiot, ne? Vor allem, er könnte halt hier als Hunter auch noch runterschießen, ne? Macht er aber nicht. Lieber wastet er unsere Geschichten hier. Ich hab mir schon den Mond gegeben, alles gut. Bin mir da auch nicht zu fein für. Ja, schon wieder. So viele Monde hast du gar nicht. Nee, der muss ja Du willst ihn loswerden, echt also. kicken, deswegen? Ja, keine Ahnung, geht mir echt auf den Keks hier. Er hat jetzt Oh auch das Ding Mann. auf mich geschmissen. Vielleicht werden wir los. Ja, keine Ahnung. Manchmal muss bestraft werden für sowas. Vielleicht ist es ein Anfänger und er braucht eine Unterstützung, aber nee. Sofort kicken. Ja, irgendwer hat da Spaß auf. Ja, der wird eh nicht rausgekickt, weil der andere da nicht auf die Dings klickt. Schauen wir mal, was er damit macht. Nein, der hat volles Ding-Gear an, der hat volles Elum-Gear an. Siehst du das? Okay, den heißt er da nicht. Erfolgspunkte hat er auch recht viele, ja. Müsste sich eigentlich auskennen. Der versucht hier, ne, hier ein bisschen rumzutrollen. Ja, auf Nasjatar freue ich mich auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Mal gucken, also es wird ja wieder von Blizzard versprochen, dass es eine riesen neue Zone wird, besser als alles bevor, aber das versprechen sie halt jedes Mal, ne? Gut, Blizzard verkauft sie auch nicht schlecht. Die sagen nicht, ja, es wird halt genauso wie das letzte Mal, bisschen neue Zone und so, das sagen sie natürlich nicht, ne? Die versprechen dir halt alles, das wie bei Delekan. Alter, was ist denn mit diesem Hunter? Jetzt wirft er den Scheiß schon wieder auf mich. Vielleicht hat er dich erkannt. Vielleicht, wenn ich mich unten hinstelle, dass er dann das Er Ding. hat schon eine Bombe in der Hand. Ahne es schon. Seid ihr alles Caster, ne? Könnt ihr von oben runter schießen? Ja, Dann kann aber ich der direkt. stürmt ja gleich hoch. Ja, okay. Ja, dann laufe ich jetzt mit hoch. Aber da unten waren so viele schöne Dinger gelegen. Hinten wäre ein Bömmchen. Wo willst du es hin haben? Hier? Hierher. Das klingt irgendwie falsch. Wo willst du es hinhaben? Ich weiß nicht.
Gehen wir da mal nicht Denkt weiter wieder drauf mal ein. nur an Pornos hier, ne? Ja, ganz schlimm, muss man aufpassen. So. Ich wollte schon irgendwie eine Porno-Anspielung machen, als du da am Browser rumsuchen warst. Ach so. Muss immer schon gucken, dass man nichts Falsches eingespeichert hatte. Ja, in der Kurzwahltaste oder irgendwie sowas aus Versehen. Habe ich irgendwas offen? Nee. Auch meine Shortcuts sind hier oben, ne? Alles zivil. Das andere Zeug habe ich versteckt, weißt du? Das ist alles Dreckschweine, ja, so ist es, Anti. Hocken da so ein halbnackter Typ auf mir drauf. Nur mit so einem Allianz-Wappenrock, naja. Glattmog. Ja, für männliche Chars. Interessant. Kannst ja wirklich richtig viel mittlerweile ausblenden, ne? Dann noch eine Runde dabei. Schreibt mich der Schami an. Wo? Doch ein Stimmt. Ordner wieder auf, wie damals. Ein Ordner auf dem Desktop, Windows-Dateien oder nichts hier drin. Achso. Ganz unauffällig, Ganz unauffällig, ja. weißt du? Ich glaube, jetzt hat dich gerade einer im Damage abgezogen. Ja, ich wusste ja nicht, dass du hier pulst. Ich bin nach rechts rüber. Wenn ich einmal mit Inka durchziehen. Warte, 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 warte. Ist noch nicht Kommst du vorbei, der Fight. nachher? Oh, jetzt muss ich aber den Char taggen. Oh nein! Ah, knapp war's. War einer nicht rechtzeitig an den Mobs dran, ne? Komm, den lasse ich dir. So, bleibt dann wahrscheinlich der Einzige. Jetzt habe ich blöderweise keine CDs, für die hier. Die können wir. Ich ziehe nur zwei Gruppen zusammen, weil die hauen echt rein. Normalerweise ziehe ich hier die alle Gruppen plus ein Boss zusammen. Das geht aber nur, wenn ich alle CDs ready habe. Genau, in 8.2 soll auch ein Mega-Dungeon kommen, hier Mechagon. Oder wie der Bums heißt. Sieht ganz cool aus, was ich bis jetzt gesehen habe. Kommt dann wohl auch fliegen? Sag Anscheinend mal. soll direkt fliegen kommen und anscheinend soll man auch in den neuen Gebieten direkt fliegen können, ne? Klingt auf jeden Fall gut, ja. Weil im Endeffekt ist es zwar dann cool, ne, in den alten Gebieten fliegen zu können, aber wenn du dann eh zu 90% in den neuen bist und da wieder nicht fliegen kannst, so wie es auf Argus war, dann ist es ja so ein bisschen eine Nullnummer, das Ganze. Wobei auf Argus war es halt wahrscheinlich eher Faulheit, weil sonst hätten sie so viel mehr außenrum programmieren müssen, ne? Wenn du da hättest fliegen können. Dich fliegen zu können, ist ja halt auch immer schön für die Entwickler, weil da müssen sie überall, wo du so nicht hinkommst, nichts hinbasteln, ne? Ja. Ja, und so wirkt ja auch die Spielewelt einfach größer. Ja, das auf jeden Fall, ja. Das ist ja auch die Argumentation, warum sie nicht wollen, dass man so viele Port-Sachen hat, dass die Spielwelt größer wirkt. Also, kann ich zwar schon irgendwo verstehen, aber was halt dumm ist, den Leuten was wegzunehmen, was sie gewohnt waren zu haben. Das kommt immer nicht gut an. Wo sie jetzt teilweise Portale weggenommen haben. War auch schon bei anderen Mechanics so, wo sie dann auf einmal was rausgenommen hatten, was schon drin war im Spiel. Das finde ich auch immer nicht so gut. Oh, schade. Da, beim Schild kann ich keinen Zauberraub machen. Ah gut, das wäre aber auch zu stark. Dachte, ich versuch's mal. Aber eigentlich stacken doch die Bomben auf dem Boss auch hoch. Irgendwie zeigt. Also wenn, da wird er mir einfach nicht angezeigt. 21 Stacks hat er, ja. Warum sehe ich das denn nicht? 21, 24, 25. Kriegt er nämlich auch mehr Damage, ne?
Warte mal. Genau, 140% erhöht der Schaden. Habe ich irgendwie. Ah, ich habe selber eine Bombe abgekriegt. Okay. War ich. Ich krieg jetzt auch 5% mehr Damage. So, zwei Gefängnisse noch machen. Achso, ja. Fertig. Perfekt. So, jetzt schauen wir mal, wie weit wir die mitziehen können. Immer diese blöden Steinewerfer hier. Kannst du leider nicht ganz mitziehen. Ich dachte schon, du sagst jetzt hier die blöden Arcan-Mages. Achso, nee. Die kann ich schon mitziehen, die laufen nämlich den Mobs hinterher. Oh, ich bin eingeembert. Ungünstig. Heiler macht auch was mit. Ach, da hinten steht jetzt noch ein Steinchenwerfer. Da stehen so noch zwei Steinchenwerfer. Weißt du, die kannst du nicht LOSen, kein gar nichts. Stehen da und ziehen durch. Muss ich mal gucken, ich habe nämlich dann auch fast keine Schätze mehr, ne? Aber ich glaube, der Heiler wollte dann eh noch eine Instanz laufen. Dann haben wir vielleicht einen Instant Invite. Jetzt. Sonst müsste ich halt, wenn wir ein bisschen warten müssen auf den Invite, noch ein paar Quests machen. Da stand gerade 8 Minuten, aber es waren glaube ich nur 2 oder sowas. Gut, ne, klar, wenn dann natürlich gerade da ein Heiler anmeldet. Unterbreche. Theoretisch kannst du hier als Tank auch drüben stehen bleiben und einfach warten, bis er wieder rüberläuft und instant unterbrechen. Das hast du, glaube ich, früher im Challenge-Mode so gemacht. Was da echt krass mit den Winden war. Ich meine, die waren sogar noch stärker als sie jetzt sind. Wenn so ein Feature irgendwie neu ist, dann ist es irgendwie noch ein bisschen cooler da. Ich fand, in der MOP war der Challenge Mode schon richtig nice. Dafür haben mir die Leute gefehlt damals. Meistens nur mit meinen Brüdern gespielt, dann waren wir zu dritt. Mhm. Ja. Aber zu mehr kam es auch nicht. Na gut, klar, da brauchst du halt schon eine vernünftige Gruppe, dass du da was machen kannst. Na, siehst du, bleiben alle instant invite. Ich bin jetzt auch gerade Level aufgestiegen auf 89. Warte mal, habe ich den einen Mob vergessen? Ah. Theoretisch kannst du die auch schon zum Boss mitziehen. Das können wir jetzt eigentlich auch machen. Warte mal, wo kommen denn die anderen her? Wurden die noch gepult? In der Ecke stehen die noch. Nee, ich bin komplett weggestunt. Jetzt habt ihr alle von irgendwas aggro. So, jetzt okay, auf zum Boss. Ich hoffe, es sind jetzt alle drin gewesen. Ich weiß gar nicht, ob der Patch schon auf dem PTR ist. Ich meine noch nicht, oder? Letztens mal irgendwas gesehen, was geladen hat, aber ich meine, dass er noch nicht auf dem PTR ist. Gut, was weiß man, was rauskommt? Nasjatar kommt raus, ne? Mechagon kommt raus. Ja, der Raid wird dann aber wahrscheinlich erst mit 8.2.5 rauskommen, ne? Also das wird dann noch ein bisschen dauern. Also du hast dann quasi da ein bisschen Content noch außenrum. Also theoretisch ist noch relativ viel Zeit, um auch Jaina noch zu killen im Raid. Ist noch nicht auf dem PTR, okay. Gut, wahrscheinlich hätte man sonst auch 10.000 Sachen gesehen von den ersten Eindrücken, ne? Aber ich bin immer kein Fan, auf den PTR zu gehen, wenn er live kommt und sofort da Videos oder irgendwas zu machen, weil das ist dann halt meistens so ein Anfangsstand, dass das nach jede Woche wieder komplett überholt ist, ne, deswegen.
Ja, ich glaube auch, gut, die wollen das Azerith-System ja komplett umbasteln, ne? Also, dass du ja nicht mehr die Kette leveln musst, sondern, oder die Azerith-Teile, dass du dafür nicht mehr leveln musst, sondern dass du irgendwie sowas skillen kannst, habe ich gehört. Aber ich hab das jetzt auch noch nicht gesehen, wie Blizzard sich das genau vorstellt. Toll, jetzt wo ich die Halskette fast auf 50 habe. Echt, wie hoch bist du denn? Ich habe sie auf 49,5. Echt, aber da hast du Ampala. bist ja richtig weit. Immer Dailies gemacht. Inseln habe ich jetzt nicht gespammt. Aber ich war gerade auf so einem Trip, irgendwie Gear zu sammeln. Den 419er Gear habe ich ja auch schon. Aber ja, die Halskette. Ja, ich mochte es auch ganz gut, ganz gerne in dem Ranking vom Server weit oben zu sein. Gut. Endlich mal gut dabei zu sein. Da, wenn man da eine Motivation hat. Nö, ich glaube, mit dem Dings habe ich sie jetzt auf kurz vor 46 mit dem Horden schauen, mit dem Alicia auf 44. Geworden, Job, ja genau. Ich habe einen Job. Erst kürzlich gekriegt. Okay. Ich hatte Zeit bis vor kurzem, jetzt wird es ein bisschen weniger in nächster Zeit. Sogar mit Firmenauto und allem, ja. Echt, Ist okay, ja, cool. nicht schlecht. In was für einem Bereich arbeitest du dann? Ich selber war Projektleiter bis vor einem halben Jahr. Dann hatte ich jetzt eine Pause gehabt. Und jetzt werde ich Projektterminplaner und Projektleiter zu unterstützen. Aber ich selber habe Maschinenbau studiert, deswegen habe ich den ganz guten technischen Hintergrund. Kann da, denke ich mal, ganz gut mitreden. Aber ich werde jetzt in Kürze richtig durchsteigen. Aber was ich so bis jetzt gesehen habe, ist das wohl kein Problem. Okay, das hört sich ja nicht schlecht an. Ja, ich freue mich nur aufs Auto. Warum, was kriegst du denn für ein Auto, wenn ich so aufs Fünfer Auto. BMW. Oh, Das wird geil. nicht schlecht. Nicht schlecht. Es ist wohl so ein Hybrid und mit 0,5% Regelung ist das wohl dann nicht so teuer dann am Ende, was man zahlt. Okay. Ist schon cool. Definitiv, das hört sich echt nicht so verkehrt an. Jetzt will Santi aber genau wissen. Ja, er kann doch mal runterkommen hier im Chat. Ist er im TeamSpeak ist er doch auch irgendwo da oben. Traut sich nicht, ein bisschen schüchtern, weißt Oh, hat er Angst. du? Ja, ich komme. Da ich Dortmund-Fan bin, in der Nähe von Dortmund. Gut, ist logisch, ja klar. NRW. Weißt du, jetzt wo er weiß, dass du eine dicke Karre fährst, da versucht er sich dich an dich Schleimt er ranzuwanzen, sich ne? ein? Ja, da musst du aufpassen bei solchen Leuten. Ja, ganz schlimm. Du, solange du dich benimmst, ist das alles kein Stress. Hab ich dir ja schon ein paar Mal gesagt. Ach, bin ich froh, wenn wir in MOP durch sind, ne? Neulich habe ich auch mal im Auktionshaus, im Black Market, mir so einen Behälter mal gekauft, um einfach mal zu gamblen, ob vielleicht mein Mount User drin ist. joined your channel. Na? Hey, und Hallo. was hast du gekriegt? Ich habe 170.000 Gold investiert in so einen scheiß Black Market-Behälter da und dann ein T3-Item gekriegt, was für Leder war und ich als Plättler, ja, Ja, konnte ich wegschmeißen. genau deswegen kaufe. Also, du kannst natürlich immer Glück haben, ne? Du kannst natürlich genau das rauskriegen, was du willst, aber da halt jedes T3 drin sein kann, und du es dann mit einem falschen Char noch kriegst, wo du nicht mal den Transmog brauchen kannst, das ist halt so bitter, keine Ahnung. Deswegen, nee. Also, ich werde mir solche Behälter nicht kaufen. Weißt du, wenn die irgendwie so 10, 20.000 kosten würden, hätte ich gesagt, ja, okay, würde ich ein bisschen gamblen, ne? Aber die kosten ja teilweise auf manchen Servern 300, 400.000, ne? Was du da hinlatzt oder mehr, teilweise 500.000, was ich schon gesehen habe. Und dann kriegst du halt genauso ein Teil raus und hast halt nichts davon. Ist Ja, halt so echt viel wäre es schade. mir auch nicht wert gewesen, aber ich habe ein bisschen Gold mit dem Hortler gehabt, dann dachte ich mir,
für Mounts und sowas kann ich es ja einsetzen, dann habe ich es auch als Ally. Naja, aber das war ein Fehlgriff. Wobei, das könnte ich theoretisch dann eigentlich mit meinen Dings-Chars machen, die ich jetzt auch noch diesen Low-Servern habe. Da habe ich nur Gold rumflacken. Also was sich lohnt, ist auf jeden Fall zu vergleichen die Preise von irgendwelchen Mounts, die dann auch fehlen oder so. So hatte ich allein, also ich habe so einen Venenspringer da gefunden. Auf meinem Server war der 600k wert. Auf dem Horden-Server war der 400k wert. Dann habe ich ihn auf meinen verkauft und auf dem Horden-Server gekauft. So habe ich das Mount und 200k gemacht. Stimmt, ja, das ist nicht schlecht. Ich habe die eh auf den ganzen Servern gekauft, wo ich da noch Gold rumflacken hatte, um das halt loszuwerden. Und ja, war ganz gut. Du merkst halt, auf den volleren Servern sind die Sachen wesentlich günstiger als auf den leeren. Ja. Hallo Anti, was levelst du gerade? Mein Schaman. Wie hoch ist dein Schamane denn? 105. Oh, geht ja. Ich hab Urlaub, hab ich dir schon gesagt? Nee, hast du nicht. Doch, hab ich. Ja, weiß ich doch. Nicht gemerkt. Ja, das hattest du letztes Mal gesagt. Hast du immer noch Urlaub? Mhm. Hast du schon wieder? Da war ich krank. Achso. Das erste Mal seit 2 Jahren. Ich hasse meine Hausärztin, ey. Warum? Ey, das ist eine Furie, Alter. Beim nächsten Mal verprügel ich sie. Hilft bestimmt dabei, ein Rezept zu kriegen. Nee, ich wollte nur eine Krankschreibung. Und eine Krankschreibung, ja. Ja, stellst du eine Krankschreibung für dich? 3 Tage. Da hab ich zu ihr gesagt, jetzt hören Sie mal, das ist das erste Mal in 2 Jahren. Und Sie kommen mir hier so blöd. Ja, ist ja gut, ich sag ja nichts. Aber der muss auch wieder besser gehen bald, ne? Schlimm heutzutage. Wenn ich erzählst du das jedem Arzt, jedem im Ort einmal abgeklappt, das ist das erste Mal Krankmeldung. Ich springe. Rotierst einmal die Ärzte durch. Ärztehoppe. Levelst du noch mit? Gilde? Das ist die Dingsgilde. Du, keine Ahnung. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe jetzt eigentlich gar nicht mehr, also die neue meinst du, ne, wo wir da rein sind. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr, ich war Mittwoch on, habe nachgefragt, wie es aussieht und meine, ja, nicht so viel. Gut, ich habe ja auch schon am Sonntag nachgefragt, ob sich irgendwer hinstellt und das machen will. Dann hieß es so, ja, wir machen das schon zusammen und so. Weißt du, wenn da keiner die Initiative ergreift und irgendwas macht, dann ist mir das klar, dass da nichts laufen wird. Dann muss sich einer hinstellen und sagen, ich nehme das in die Hand, einer macht das und einer macht das. Wenn alle so zwar in die Gilde eingeladen wird, aber keiner irgendwas machen will, dann wird das nichts. Ja, das war mir schon an Anfang an klar. Aber wie gesagt, ich hab da kein Problem, wenn ich jetzt erstmal ein bisschen pausieren kann, da bin ich so ganz froh. Warum sieht meine Bärenform so nice aus? Weil ich ein Kultiras-Menschen spiele, das ist quasi so ein neues verbündetes Volk. Und dann kriegst du eine, ja, Spezial-Bärenform und auch die anderen, also das ist so eine Drustform, also auch die Katzengestalt und die Reisegestalt bzw. Fluggestalt, die sehen auch alle anders aus. Das sind halt so Baumdrustviecher quasi. Deswegen spiele ich den auch als Druid hoch, ne? Figo. Ist er anwesend? Wer denn? Arthur. Achso. Ich bin noch da, ja. Woher kommst du? Wie, woher ich komme? Ja, wo du lebst. Hab ich doch gesagt, NRW. Achso. Ich dachte, du hast mitgekriegt. Ja, als Dortmund-Fan komme ich aus der Ecke. War ein schönes Spiel heute, ne? Ja, genau. Gammeltruppe, Alter. Ja, heute lief gar nichts. Ey. Hast du das Spiel gesehen? Die erste Hälfte, danach hatte ich keine Lust mehr. Ja, ich hab's bis zum 80. ausgehalten. Und du, aus welcher Ecke? Sagt dir Schwerin was? Mit Sicherheit nicht. Ganz schön weit oben, ne? Oh, hey, ja. Richtig. Ja, war ich jetzt selber noch nicht, aber... Ja, so wie verpasst. Ich war schon in Schwerin. Bei der Bundesgartenschau war ich da. Richtig. Als Kind, das habe ich mir gemerkt. Ich weiß gar nicht, wann ist die eigentlich das nächste Mal, sag mal? Ist die nicht jährlich? Keine Ahnung. Ich bin da nur hingegangen, weil meine Eltern mich da halt mitgeschleppt haben, aber so war gar nicht so schlecht. Ich kann mal ein bisschen oben hochfahren und dann da hingehen.
Ja, nein, wir haben da, also wir haben ein, sonst sind wir ja immer in den Süden gefahren zum Urlaub, ne? Und dann sind wir aber einmal, was ist denn das, Ostsee? Ja, Ostsee müsste das gewesen sein. Und da halt Urlaub gemacht und dann halt, ja, Hamburg angeguckt und so halt die Richtung. Und dann waren wir halt auch mal in Schwerin wegen der Bundesgartenschau, die da halt Okay. zufällig war. Und war gut, oder? Ja, doch, also ich finde, ich von dem Schloss bin ich beeindruckt, muss ich sagen. Das ist echt schön. Echt? Ja. Die bauen da immer noch. Ja, gut, das war da auch eingerüstet, ne? Aber das, was man gesehen, und der Park dazu ist auch nicht schlecht. Also, macht schon was her. Find's halt schön gelegen, so am See. Heute geht da kaum noch einer hin, ey. Also in den Park zumindest. Also, irgendwie, was mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, da waren so quasi so Straßenkinder, die da vor dem Schloss gebettelt haben. Und da hast du halt schon gemerkt, dass da so mafiöse Ja, Dinge das ist sind. normal. Ja, also. Aber gut, das hast du immer in so Sehenswürdigkeiten, ne? Da versuchen Leute dann. Nee, sowas hast du hier reichlich. Was, Tim, dass Oschi-Angeln so toll ist? Warum? Wie lange hast du denn gebraucht, bis du ihn geangelt hast? Da ist das schönste Levelgebiet. Also vom Aussehen sieht es halt schon ganz cool aus, aber so vom Durchleveln ist es halt ein bisschen zäh. Es hat ziemlich lang dauert, ne? Also ich hätte jetzt noch einen richtig guten DD. Wenn wir noch ein, zwei gehen. Ja, klar, können wir einladen. Ich mal Besuch im Damage Meter weiter oben. Jetzt weiß ich bloß halt nicht, wie wir es machen, weil wir jetzt in der Dungeon-Gruppe sind, dann müssten wir alle rausgehen. Na gut, der Heiler ist eh weg, dann ist es wurscht. Dann können wir rausgehen aus der Gruppe. Achso. Ja. Weil, ne. Lass mal machen, Instanzgruppe verlassen, dann dürfte ja der Mage bleiben, der Heiler ist sowieso raus und einen neuen Hunter kriegen wir ja jetzt. Genau, nee, dann passt es. So, warte mal, klappt das wohl? Es wäre jetzt halt schade gewesen wegen dem Heiler, weil der war ganz gut, ne? Aber wenn der eh off geht. Genau. Ist es einer deiner Brüder? Ja. Wir waren da Eine, schon. deine. Waren da Einer schon ein, zwei meiner. Mal mit deiner halben Family da im Plus unterwegs am Halben Anfang, ne? Family. Ja, zwei Brüder und ein paar Kollegen. Er ist immer sehr weit oben im Damage Meter mit seinem Hunter auch. Und jetzt zwingt er wieder einen Hunter. Ja, wen wundert's? Ja gut, man soll bei dem bleiben, ne? Igor spielt zu Main. Retri, Paladin. Ja, also ich habe Mage. So T4 und T5 Zeiten geradet und sehr aktiv gespielt. Dann bin ich irgendwann auf Paladin umgestiegen und ja, also seitdem her war Pala geblieben. Der Trank ist abgelaufen. Shit. Ja, gut, dass du es sagst. Einmal reingetrankt. Bin weggestunt. Oh, ein Disk. Syndikat, schau mal an. Da habe ich ja schon ewig keinen mehr gesehen von dem Server. Oh, warte mal, ist der gar nicht drin? Warte mal, irgendwer. Doch, Ah, du hast schon ein nee. Schild bekommen. Aber Priest irgend. fehlt, der Der Heiler. Priest fehlt, ja. Vor der Tür. Okay, müssen wir Gas geben. Ja, gut, ne? Versuche mich mal selber hochzuheilen. Da, guck, der Stimmt. Hunter kommt. Siehst du, er muss jetzt zeigen, was er drauf hat. Ja, ich muss jetzt passiv spielen, keine Ahnung. Der Heiler wird das lustig. Warte mal, ich kann hier noch ein GS nehmen. Ja, und jetzt habe ich da nichts mehr. Kann nochmal eine Vielleicht Wall Hunter ziehen. Pet? Ein Boss kannst du nicht spotten, leider. Spotten euch, okay. Puh, das, also, ne, viel länger wäre das jetzt nicht mehr ausgegangen. Ich poste ihm mal TS-Daten. Jo. Ja, der ging jetzt gut down. Besser wäre es noch gewesen mit Heiler, dann hätte ich halt ein bisschen offensiver draufhauen können. Was macht denn der Priester immer?
Ja, jetzt wahrscheinlich die einen Mobs an der Hacken. Die einfach mitziehen und dann hast du da eigentlich gar keinen Stress. Hallo, hey, grüß dich. Wieso hat er einen grünen Namen? Warum er einen grünen Namen hat? Weil er hier Kanalmitglied ist. Das ist wie ein Sub auf Twitch. Da hast du so ein anderes Ding und auch so Symbole und sowas sind mal eingestellt. Oh shit, okay. Oh oh, Mage stirbt. Noch nicht, 1% hat er. Die ist eigentlich perfekt, ne? Die geht richtig schnell, die Innie. So, jetzt haben wir noch zwei Chars, wo ich einen Char des Zorns brauche. Mal gucken, vielleicht droppt er diese Woche mal. Ich glaube, einen Schatz oder so müsste ich noch offen haben. Warum ist denn der Mage immer noch so low? Weißt du, wir stehen die ganze Zeit auf diesem Fahrstuhl, ne? Hallo. Hey. Hallo. Moin moin. Wir stehen die ganze Zeit auf diesem Fahrstuhl, ne? Der Mage ist bei 1%, der Heiler hat eigentlich nichts zu tun und halt ihn halt nicht hoch. Heiler ist nicht auf Zack. Nee, scheint nicht so. Ich glaube, wir ziehen auf dem Boss durch, vielleicht gibt er dann nicht ein zweites Mal ab. Ja, wir eher am besten die Dings, ich cleave die einfach, die jetzt hier so ein bisschen. Sehe eher am besten, wenn du lauter Ranges hast, dann geht es relativ zügig. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Wunderbar. Also, die verschwinden ja sogar, die musst du ja wirklich nur oft tanken, die Viecher. Ist dein Hunter, wieso hast du nicht vorher was gesagt? Dann hätten wir dich vorher eingepackt. Sorry, ich konnte mich nicht entscheiden, wen ich zocken soll. Bisschen Damage können wir immer gebrauchen. Dein Druidenheiler ist Max Level, oder? Ja, der. Weil der macht ja Heilung und Damage gleichzeitig. Überprüft das jetzt mal den Stacks, wie das ist. Okay, jetzt hat er 3, 5. Ah, okay, die sind instant weg, wenn du ihn rausziehst, ja. Ah, schon wieder was gelernt. Also, da musst du ihn wirklich instant ziehen, sonst frisst er halt wesentlich weniger Damage, ne? Patrick, hey, grüß dich. Wie viel Mounts ich jetzt hab? Moment. Ja, mit dem ein bisschen weniger, ne? 560. Mit Main habe ich, glaube ich, 2 mehr. Oder 3? Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ich habe 562 mit dem Mainscher. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Das PvP-Mounts, die zählen ja teilweise nicht. Und dann ist immer noch das Vashir-Mount. Und irgendeins habe ich noch nicht rausgefunden, welches das ist. Aber das sind so viele mittlerweile. Ne? Ich habe ihn mal getriggert. Diesmal muss ich, denke ich mal, nicht mit hoch. Diesmal gehen ja hoffentlich 2 DDs hoch. Muss warten, bis er einmal gegen die Wand gerannt ist. Kriegst du nochmal runter. Ja, Schwachstelle fällt runter, wie nix. Ja, wenn ihr da beide ordentlich durchzieht, ne, dann ist das ja kein Stress. Lustig ist immer, wenn das hier gar keiner kennt, ne, und keiner nach oben geht. Jetzt durchziehen! Mit HT! Ich bin hier beim Endboss, ne, weil hier eigentlich eh nichts tanken muss, bin ich mal AFK gegangen. Ne? Bin irgendwie so nach 5, 6, 7 Minuten wieder zurückgekommen
Und die haben das nicht gecheckt und die haben einfach auf diesen Boss eingeprügelt, ne, auf das Schild. War zu gut. Dann bin ich als Bär irgendwann hoch und hab das Ding langsam runtergeklopft. Gibt's echt so Leute. So. Was haben wir da im Kopf? Ah, schau, jetzt bist du auch 89. Na, wunderbar. Skillen, schreibt er. Umskillen will er. Jetzt ist die Frage, auf was er umskillen will, ob er jetzt auf Shadow umskillen will oder auf Holy. Ach, der Laden schon wieder. Ich bin gerade überlegen, ob ich das mit dem Heiler jetzt machen will. Komm, wir gehen jetzt mal auf Risiko. Ach so, kurz den Plan erklärt an meinen Bruder noch. Der will alles hier polen und den Boss. Okay. Es geht, aber. Oh fuck, jetzt bin ich gestunt. Bloß der Heiler ist halt. Nee, das wird halt nicht gut. Ich hab's ja nochmal desorientiert. Hab's nochmal geslowt. Okay, er hält mich halt gar nicht. Ja, nice, er ist irgendwo in der Pump. Ja, ich werde halt sterben. Ich heile mich mal selber noch. Okay. Roll es ab. Ich kann jetzt nochmal einmal Verzweiflungstat. Ich kick sie mal weg. Okay, ich bin full stunned. Jetzt werde ich halt. Ist er jetzt mal da, der Typ? Ja, okay. Boah. Knapp. Das war knapp. Jetzt haben wir alles gezogen, ne? So, Bot kommt auch. Der Vorteil ist halt, dass du dann direkt den Boss triggerst und nicht ewig warten musst, bis die Dialoge durch sind. Kann der mich jetzt mal heilen, bitte? Ich krieg halt gar nichts. Vielleicht hätte ich ihm die Zeit lassen sollen, dass er umskillt, ne? Ich glaube, auf Diszi kommt der nicht so ganz klar. Warte mal, schau mal, wie schnell ich mich selber hochheile, ne? Kann ja nicht sein, dass ich gehe aus der Gestalt raus, mach 2 bis 3 Nachwachsen, bis komplett voll und der kommt irgendwie nix. Er macht auch nicht Damage, wie es für manche DCs normal wäre. Muss doch, glaube ich, auch Damage machen, um zu heilen, das Dizzy, oder? Das ist, glaube ich, der Fehler gerade. Ist witzig, wenn er einen anspringt. Dann kannst du so hin und her zappeln. Wie so ein Grafikbug. Na gut, irgendwie kommen wir hier schon durch, aber. Da kannst du halt nicht. Ja, schau, jetzt heil mich selber voll, keine Ahnung. Das ist so lächerlich. Weiß ich nicht, ob wir dann unten das wieder alles pullen können, muss ich mal gucken. Müssen den Hunter doch wieder kicken. Über mir. Achso, geht das nicht. Geht nicht klar. Aber ich glaube, wir mal eh nicht, oder? Dann müsstest du Glaube, weiß ich als. nicht. Mal gucken. Wir einfach unten doch ein paar Mobs zusammen, dann sehen wir ja. Ich habe das Bedürfnis davor zu sprinten, aber da der Priester eh nicht nachläuft, bringt uns das nichts. Renas, grüß dich. Also ich meine, auch im Low-Bereich solltest du einen Heiler haben, weil du kannst halt einfach nicht so viel pullen, wenn du keinen Heal hast. Fürs TK kannst du dich vielleicht noch ein bisschen gegenheilen, aber Strid Tank macht es ohne Heiler echt wenig Sinn. Also ich ziehe die jetzt langsam mit, die Mobs hier. Naja, gut, ich weiß nicht, wir laufen doch alle hier runter, ne? Wie kann der denn so lahm sein, dass er da immer noch nicht da ist? Problem ist, so wie ich die jetzt mache, kann ich jetzt nicht stehen bleiben, ne? Und auf den Typen warten, sonst wäre ich die ganze Zeit durchgestunt. Na, einfach meine ganze Eigenheilung durchziehen. Immer noch im Gang.
Ja, weiß ich nicht, was der macht, ob der nebenbei aufs Navi schauen muss. Aber bis jetzt geht's, dass ich mich selber gegenziehe. Aber wenn ich jetzt die anderen noch pull, müssen die unten gleich interrupten. Sonst heilen die, ich mag die mal. Ich kick dann X als nächstes. Auch Totenkopf als erstes. Was, die kannst du nicht knockbacken? Bosse kannst du wegkicken, aber die nicht. Den einen konnte ich gerade nicht, also so rakeln und nur mit interrupten. Die anderen scheinen schon. Jetzt muss ich mal gucken. Ich die Gruppe nicht hoch. Der heilt halt sehr interessant. Schau mal, heil ich mal die Leute hoch hier mit meinen Nachwachsen. Ja. Am Anfang vom Addon hat das ja noch mehr geheilt, ne? Haben die ja schon genervt. Da konntest du in der Arena noch Guardian spielen und quasi als halber Heiler fungieren damit. Das war ganz nice. Haben sie dann leider ein bisschen runtergenervt. Hat er den gehittet? Wie das mit meinem Zandalari-Troll läuft, ja, den werde ich halt dann leveln, wenn ich hier mit denen durch bin, ne? Also mit dem Kultiris-Menschen. Dürfte aber nicht mehr so lange dauern. Ich bin ja jetzt schon gleich auf Stufe 90 und dann in Draenor geht es ja relativ zügig durch, ne? Und Legion ja sowieso mit den Invasionen. Na, siehst du, da bin ich Stufe 90. Gut, danke. Jetzt kann man nochmal irgendwas Tolles skillen. Was nehmen wir denn mit rein? Bleibt ja eigentlich relativ gleich. Ja, du kannst da alles natürlich drüber moggen, ne? Das ist ja einfach nur die Standard-Bärenform. Also ich kann jetzt auch über die wahrscheinlich Dings drüber moggen, ne? Aber warum soll ich das tun, wenn ich dir den Druid extra nur deswegen gespielt habe eigentlich, ne? Also ich finde die Katzengestalt sieht fast am besten aus. Das gibt's doch gar nicht. Macht der Dude? Es ist halt echt eine sinnvollere Spielweise, die Mobs wegzunocken, mich selber hochzuziehen, als da auf den Typen zu vertrauen, ne? Normalerweise soll es das Druid halt nicht außer Bärengestalt gehen, im Optimalfall. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich heute noch mit WoD quasi anfange. Ein Ticken müde bin ich schon. Wobei, wir haben jetzt gerade mal halb eins, ne?
Wie ist denn das eigentlich? Raidet ihr eigentlich dann auch alle zusammen? Also ich habe bis vor eineinhalb Monaten gar nicht geraidet, aber irgendwie schon Bock drauf gekriegt, nachdem ich bei dir so ein paar Videos gesehen habe von dem Raid. Dann hatte ich mir die beste Gilde auf meinem Server rausgesucht, mich mal gesagt, ich hätte Lust und dann jetzt Teil der Gruppe und dann habe ich meinen Bruder dazu geholt. Der zockt jetzt aber lieber Division. Okay. Entschuldigung. Deswegen hat mich gerade nur das gewundert, dass er online war, ne? Und dann gefragt hat, ich würde gerne mitkommen bei euch. Okay. Ja, und der andere hat auch viel weniger Zeit, bringt jetzt ein bisschen mehr Zeit mit seiner Frau, Aretha. Oh, okay. Wie kann er nur? Ja. Aber hin und wieder, ja, sind sie auch mal dabei, aber sie sind nicht im Terminkalender drin. Wenn wir okay. traden gehen. Ich bin der Einzige aktuell drin von uns dreien. Aber die beiden waren mal dabei. Okay. Vor allem der Hunter, der jetzt dabei ist, hat auch diese Woche mal ausgeholfen, als wir einer zu wenig waren. War dann perfekt. Na gut, es ist immer gut, wenn du noch wen in der Hinterhand hast, ne? Oh. Musste ich ihn zwar weg von seinem Division mal ziehen, aber es hat geholfen. Zudela, ich glaube, jetzt müsste ich noch queuen können, ne? Stufe. Schauen wir mal. Mir fehlt noch knapp mehr als die Hälfte. Also, ich habe jetzt schon wieder ein bisschen über ein Drittel, aber noch kann ich queuen quasi. Sobald ich 91 bin, geht's halt nicht mehr, ne? Ach, jetzt laufen wir nochmal mit dem Disti. Eigentlich hätten wir aus der Gruppe rausgehen sollen, ne? Stimmt. Also ein bisschen leidig ist es mit dem schon, muss ich sagen. Egal. Die eine schaffen wir auch noch. Nee, du kriegst. Also, ich hab's bis jetzt noch nicht ausprobiert, wie es mit den Druid-Gestalten ist, aber du hast halt dann einfach die andere. Du hast ja aus, quasi als Nachtelf-Druid, hast ja auch eine andere Gestalt als Troll-Druid, ne? Und quasi die, die du als Baseline hast, hast du so lang, bis du halt eine von Legion quasi drüber transmogst, sozusagen, ne? Also von dem her, nehme ich nicht an, dass dann zum Beispiel diese neonleuchtende Katze dann auch die Gestalt von der Dings hat, ne? Also von den Drust, sondern das wird dann halt einfach die ganz normale Neonkatze sein und gut ist. Cool wäre natürlich so eine Mischung aus beiden, das ist klar, aber das werden sie nicht machen. Was wollen wir denn hier vielleicht kicken und auf einen neuen warten? Naja, ich glaube, das würde ich auf keinen Fall machen, weil das Problem ist, dass du dann in der Instanz drin stehst und wartest. Und das ist halt ein bisschen nervig. Der ist zwar gammelig, aber weiß ich nicht, besser als rumstehen. Er ist ein Random. Ja, ein bisschen halt er ja, also von dem her. Er ist halt, also auf Zack ist er halt nicht gerade, das ist, ja. Wäre geil zu sehen. Ja, weiß ich nicht, das fände ich jetzt auch ein bisschen assig. Dann hat er eine halbe Stunde den Debuff. Dafür, dass er halt einfach nur ein Gimp ist. Und dafür, dass er ein Gimp ist, kann er ja nichts. Oder er kann schon was dafür, aber ne, macht es ja nicht vorsätzlich. Ich hätte lieber vorher den einen Hunter gekickt, der die ganze Zeit diese Bomben auf mich draufgeschmissen hat und mir den Debuff gegeben hat. Ich weiß nicht, der kam also schon so vor, ob der das vorsätzlich macht oder ob der einfach nur eine hohle Nuss ist. Ich glaube, das war Absicht. Der hat ja echt viele Erfolgspunkte gehabt, hat komplettes Equip gehabt, also. Also, ja, das, ich kann es mir auch fast nicht vorstellen. Lass uns mal gucken. Das war schon so ein Kandidat. Naja, also, weiß ich nicht.
Ob ich jetzt davon erkauft. Ich würde halt einfach, ich dachte halt einfach, der hat ein bisschen rumgetrollt, ne? Ich finde ja, rumtrollen ist ja auch nicht böse, ne? Und habe ich ja prinzipiell nichts gegen, wenn du die Leute kennst. Aber Leuten, die du nicht kennst, finde ich es immer ein bisschen unpassend. Weil da weißt du halt nicht, wie du es aufzufassen hast. Wenn du die ganze Zeit in der Ini halt so einen Scheiß macht, dann brauchst du halt viel länger. Das mit dem Erkaufen, der Account habe ich schon bei vielen Leuten gehört, sobald irgendjemand ein bisschen gimmick ist, ja, Account gekauft, Account gekauft. Ich weiß nicht, ob es wirklich so viele Accounts gibt, die irgendwo gekauft wurden. Weil Blizzard hat da, glaube ich, schon ein bisschen ein Auge drauf. Du hast ja sofort, wenn du dich irgendwo einloggst mit einem neuen PC, diese IP-Geschichte und das Ganze, also da sind die, glaube ich, schon ein bisschen dahinter. Ich hatte da ja so ein Riesendrama damals, als ich im Studium über einen Stick gespielt habe. Jedes Mal, ne? Das war so nervig. Immer eine neue IP oder was? Ja, ich habe dann Stick. Halt über den Stick gespielt und dann wieder zu Hause, weißt du, abwechselnd den PC halt mitgenommen. Und das war ein Riesendrama, ne? Dann hatte ich auch noch einen Authenticator damals drauf gehabt, weil du hast ja ein Pad dafür bekommen und dann habe ich das halt gemacht. Und teilweise habe ich den halt auch flacken lassen zu Hause. Und dann hattest du halt deinen PC im Studium dabei, hast den Authenticator zu Hause flacken gehabt und dann, tja, was machst du dann, ne? Ich glaub, einmal habe ich, glaube ich, meinen Bruder, da hatte ich dann halt auch Raid, ne, war halt auch hier gesetzt. Und dann habe ich meinen Bruder angerufen, der soll den Authenticator zu Hause suchen, mir die Nummer durchgeben quasi. Mein Gott, war das ein Gefrett. Also, was willst du machen, ne? Hockst du dann auf dem Trockenen quasi. Was hast du studiert? Diplom-Verwaltungswirt habe ich studiert. Ist jetzt auch schon ein Eck her. Sind jetzt auch schon wieder fast 3 Jahre, ne? Wo das her ist. Ja, oder? 2,5? Ja, sowas um den Dreh. Mein Hunter-Bruder hat sich da was Schwieriges ausgesucht, ne? Noch dran. Lehramt. Ja, auf Lehramt. Mathe und Chemie. Mathe also. Und Chemie, okay. Eine Scheiß-Kombi zu studieren. Bald hast du es ja. Und der Anti, hat er auch studiert? Nee, der hat eine Grundschule, will es aber nicht zugeben. Der kommt ja aus dem Osten, weißt du, da sind die Verhältnisse eh nochmal ein bisschen anders. Musst du aufpassen. Was macht denn der Boss jetzt? Langsam fällst du so ein bisschen in Trance, wenn du diese Instanzen die ganze Zeit läufst, ne? Immer das gleiche, so. Da waren wir jetzt auch schon 4-mal drin heute, in dem Laden. 4-mal nicht. 3 vielleicht. 3? Ah, ich weiß nicht. Ja, doch, 3-mal. Ja, ich erinnere mich, wie du am Anfang alles gepult hast, dann einmal den hinteren vergessen hast und jetzt wieder alle gepult hast. 3-mal. Oh, warte mal, ich habe ja immer noch den Gammel-Highlight. Ich vergesse es zwischendrin immer mal wieder. Das ist echt gucken. Problem ist, kriegen halt bei den Packs auch alle Damage, ne? Ja, darfst nicht in diesen Speinen drin stehen. Die spucken so nach vorne. Nee, aber die kleinen Viecher, die explodieren ja auch, weißt du, wenn du in der Nähe stehst.
glaube, der Priest kommt mit dem Tempo nicht so ganz zurecht. Jetzt steht er da oben schon wieder rum. Muss ich mir mal selber zwischendrin hochziehen. Ich bin aber auch mittlerweile nicht mehr so ein Fan vom Disziplin, muss ich sagen. Die haben zwar Schilde und alles, aber dass sie dich schnell hochziehen, wenn du low bist, ist irgendwie auch im Max-Level nicht so der Fall. Ja, M plus ja. Können sie nicht so richtig mitziehen, denke ich. Okay, das orientiere ich jetzt mal. Weg mit euch. Ja, wahrscheinlich wird die Inni bei dir nicht reichen, ne? Kann ich nicht sagen. Warte mal, jetzt müsst ihr schnell ranlaufen, weil hier gehen, glaube ich, die Türen zu. Ah, Mage ist genau vor der Tür geblieben. Hat dir bestimmt irgendwas geschrieben. Ja, wusste ich doch. Er schreibt irgendwas. Er zieht über den Priester her und bleibt vor der Tür. Ja. Wird gelaufen. Schätzt hast du auch keine mehr, oder? Doch. Ein oder zwei noch. Weil die bringen ja relativ viel, teilweise 45k. Kann man schon ganz ordentlich was machen. Ja, ich kann sie auch abfliegen, du kannst ja nach Draenor und dann gucken wir mal. Wie es zeitlich gerade passt. Oder so, ja. Dann aufgeholt habe. Zwei Schätze müsst ihr auf jeden Fall noch haben. Dürfte sehr knapp vom Level her sein, deswegen. Ich dachte, es passt. Den Schätzen. Okay, warte, hier schreibt er gerade, dass der Priester ihn zurückgegrappt hat, anscheinend. Ja. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Jetzt ist vorbei. Schon das dritte Mal. Also wenn, dann trollt der Priester auch noch rein oder drückt halt random irgendwelche Tasten und zieht dann deswegen den Dude halt immer nach hinten. Immer denselben? Ja, unwahrscheinlich. Weil mich hat er noch gar nicht gegrippt, das Tank. Eigentlich müsste er mich in den meisten Fällen im Target haben. Ah, ich habe ihn gerade ins Target genommen, er hat wieder den Mage im Target gehabt, ne? Ja, der Magier macht eine Ansage gegen den Priest. Da musst du aufpassen. Schon wieder. Ich nehme den mal ins Target, den Priester. Wie lange hat das Cooldown, das Grab? Ich weiß es nicht, aber also 30 Sekunden bestimmt, wenn nicht länger. Mittlerweile glaube ich sogar 1,5 Minuten. Ja gut, dann wird er das jetzt nicht mehr machen können. Vielleicht hat er es immer auf Cooldown und immer nur ihn als Target. Meinst du, er hat sich ein Target-Makro für den Mage gebastelt, um ihn zu ärgern? Keine Ahnung. Und er hat anscheinend genau den richtigen gefunden, der sich dadurch ärgern lässt.
Bis jetzt hat er den Boss im Target, ne? Ja, danach sind wir eh erlöst von dem her. Fehlen 7%. Guck mal, ob zwei Schätze ausreichen. Ja. Das müsste ja passen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal aus der Instanzgruppe raus. Achso, warte mal, hier ist eine Quest sogar noch. Huch. Wie? Hast du noch eine nicht abgegeben? Ah, 2%, ja, die kriege ich jetzt voll. Passt. Dann können wir ein Dings durchstarten in Draenor. Mal gucken. Na, die Stunde habe ich auch gerade voll. Perfekt. Jo, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.